Hallo und herzlich willkommen zu einem komplett neuen Projekt Elements Destiny Origins. Und ja, ich weiß, bevor die ersten Schreie kommen, ich weiß, Drago, Jesse und Eagle machen das auch. Aber ich habe Zoe versprochen und es interessiert mich auch selber. Die Story hinter mir. Jetzt, also, mein Gott. Es ist 20 vor 1, da darf ich mir ein paar Versprecher erlauben. Die Story hinter Elements Destiny. Und ich soll da von Anfang an sagen, und damit würdet ihr mir auch einen Gefallen tun, spoilert mich nicht für Elements Destiny hier, da. Der zweite Teil, Ancient Powers. Ich kenne beides noch nicht, es ist komplett blind. Und Ancient Powers soll nach Origins folgen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Aber ich bin gespannt. Und wenn Zoe was in die Hand nimmt, dann ist das eigentlich in der Regel immer von Erfolg gefolgt. Folgen. Neues Spiel, wir fangen an. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, aber das werden wir jetzt sicherlich sehen. Nein. Nein, Erika, okay. Okay, was muss ich drücken? Leertaste. Schon wieder dieser Traum. Ich bin völlig verschwitzt. Am besten beruhige ich mich erstmal. Ich glaube, ich habe noch etwas Tee von gestern übrig. Nach einer schönen Tasse kann ich bestimmt besser schlafen. Okay, wir können uns bewegen. Ich habe Angst, was Falsches. Aha, X. Ich habe Angst, was Falsches zu drücken, okay. Gucken wir uns erstmal das Menü an. Erika, Level 1, KPMP. Klassen, okay. Sie ist eine Jägerin. Erikas Haus. Okay, Gegenstände haben wir nichts. X ist also zurück. Techniken, Bestienkiller, Richtkurs. Okay, mhm. Erinnert mich an die Abilities von Final Fantasy 9. Da hießen die ähnlich. Mhm. Ausrüstung mal schnell gucken. Okay, ich weiß nicht, ob das so auszusehen hat, dass die Angriffskraft über diesem Balken ist. Vielleicht ist das ein Windows 7 Fehler, keine Ahnung. Aber okay, wir haben nichts anzuziehen, wie es scheint. Ja. Status. Okay, nächstes 30, Ausrüstung und so weiter. Ja, ich glaube, das war schon beabsichtigt. Gut, mal speichern. Wie lange? Achso, 2 Minuten. Gut, was kann ich noch machen? Weiß nicht. Hier vielleicht, da vielleicht? Nö. Da liegt ihre Jagdausrüstung. Genau. Gut, braucht sie nicht. Okay, mal schauen. Nein, es ist ein Bett. Da bewahrst du. Achso, ich habe dagegen geguckt. So, da ist nichts. Im Spiegel gucken auch nicht. Okay. Mapping gefällt mir bisher. Okay, Klavierstunden helfen nicht besser. Was war? Okay, das. Der Schrei kam von draußen. Da muss irgendwas passiert sein. Ich sollte mal nachsehen. Allerdings nehme ich wohl besser meine Ausrüstung mit. Sicher ist sicher. Okay, die wissen wir, wo sie ist. Ja, ich habe mir auch die anderen Teile von den Kollegen noch nicht angeguckt. Holzbogen erhalten, Metallhelm erhalten, Holzpanzer. Gut, da ziehen wir uns direkt an und hier ist ein kleiner Clipping-Fehler. Zoe, wenn du das siehst, und davon gehe ich aus, hier ist ein Clipping-Fehler. Aber nicht schlimm. Dafür ist es eine Beta und ja. Achso, ist schon automatisch angezogen. Cool, okay. Bogen für Jäger, Metallhelm zum Schutz, Holzpanzer zum Schutz. Ja, wie gesagt, was ich sagen wollte, ich habe mir die anderen Teile von den Kollegen noch nicht angeguckt, weil ich will mich ja nicht selbst spoilern, das wäre ja schön blöd. Werde ich aber sicherlich nachholen. Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss wissen, was da draußen passiert ist. Okay, er hat sogar. Ich bin mal gespannt, wenn ich draußen war, ob er bei dem. Okay, was ist hier? Ah, hier komme ich vorbei. Da ist Tee. Okay, dafür hat sie immer noch keine Zeit. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob er Switches eingebaut hat. Also, nachdem ich draußen war, ob ich dann an das Bücherregal kann. Ich bin dafür verantwortlich, dass dem Bürger nichts geschieht. Aber den Geräuschen von neben. Nein, daran darf ich nicht denken. Es ist bestimmt alles in Ordnung, hoffe ich. Okay, hier wird wahrscheinlich stehen, dass wir hier wohnen. Ja, Erikas Haus, okay. Regen, das... Ja, ich glaube... Da unten, da ist er, der Böse. Erika. Habe ich mir das gerade nur eingebildet? Erika. Nein, da war es doch schon wieder. Irgendjemand sagt etwas. Erika, sei auf der Hut. Sei auf der Hut. Sonst wird er es dir wegnehmen. Er? Wer ist er? Und was will er mir wegnehmen? Die Sequenz hier, diese Grafik kenne ich, die Animation. Ich glaube, das war Blackhand bei Elements Mega Man. Die Stimme ist weg. Wer war das? Okay, Die
sollte mich auch mal im östlichen Stadtteil umsehen. Das lässt mir einfach keine Ruhe. Okay, Osten. Okay. Ich bin mal gespannt, ob das ganze Flair hier so dunkel gehalten ist, oder? Ob das jetzt wohl nachts ist. Familie Schlucker. Oder so. Moment. Schucker, okay, ist fast das gleiche. Ah, ich bin so gespannt. Ich freue mich echt auf dieses Projekt. Und auch auf das Folgeprojekt, also Elements. Ach, ja doch, Elements Destiny. Hier. Ancient Powers. Bürgermeister Grimms Haus. Auch abgeschlossen. Oh, na, da, Ja, warum ich so spät anfange? Ich wollte warten, bis Sui seine Sidequest, also ich sollte ja auch Sidequests geben, abgeschlossen hat. Und ich wollte das Spiel erst anfangen, wenn es zu 100% fertig ist. Ja, das sollte es jetzt wohl sein. Und bevor die ersten Fragen kommen, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt guckt oder ob ihr das bei den anderen seht. Ich weiß nicht, ob das für jedermann nachher zugänglich sein wird. Ich gehe von aus, das war Elements Destiny, Ancient Powers auch nachher. Aber ich weiß es nicht genau. Wird er sicherlich hier verraten können. Und sonst reiche ich die Info nach. Nichts. Absolut nichts. Habe ich mir das nur eingebildet? Kommt vermutlich von meinem Schlafproblem. Ich gehe einfach wieder zurück und versuche zu schlafen. Jetzt fange ich mir noch eine Erkältung ein. Puh, wenn ich ehrlich bin, will ich eigentlich noch nicht zurück. Ach, ich gucke mich erstmal besser um. Ja, scheinbar ist alles abgeschlossen. Und ich bin echt mal gespannt, wie Sui es hinbekommen hat, hier die Atmosphäre aufzubauen. Momentan ist es ziemlich mysteriös. Finde ich sehr gut. Da liegt irgendwas vor der Tür, glaube ich. Oder? Liegt da was? Scheinbar nicht. Familie Itrim. Gut, dann gehe ich mal nach oben. Ach ja, was ich noch sagen kann, leveln werde ich offscreen. Ah, ne, ich gehe erst nach unten. Stopp. Aha. Wie gesagt, leveln offscreen. Ich werde wahrscheinlich jeden Gegner Kathedrale von Triten, die nachts zu ist. Gibt Sinn. Ich werde die Gegner wahrscheinlich einmal zeigen. Und dann werde ich sie rausschneiden. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht erzähle ich auch nur Blödsinn. Vielleicht mache ich das auch online. Auf den Gräbern steht nichts. Auch online, ja. Oh, hier liegt was bestimmt. Auch nicht. Da ist ein Kranz drauf. Da ist bestimmt irgendwas. Aber ich weiß nicht was. Und jetzt ist hier auch nichts. Und ich komme hier nicht vorbei, oder? Mäh. Wieder zurücklaufen. Ja. Was kann ich jetzt auch sagen? Ich habe keine Ahnung. Nö, ich habe echt keine Ahnung. Ich würde jetzt gerne noch was erzählen, aber ich kann gerade nicht. Der Regen hier schön und die Musik. Ja. Nicht gemütlich, aber schön. Okay, wir sind auf jeden Fall eine Jäger. Ich denke nicht, dass ich da draußen fündig werde. Okay, dann habe ich eine Vermutung. Da ist bestimmt irgendwas in ihrem Haus passiert. Kann man hier schneller laufen, zufällig? Nö. Da war es schon wieder. Oh, Wolf! Was ist das? Lauf doch! Was auch immer das ist, ich bin mir sicher, dass die Schreie irgendwie mit dieser Kreatur in Verbindung stehen. Sich an wehrlosen Bürgern vergreifen. Das werde ich nicht länger zulassen. Okay, erster Kampf. Das sieht mir. Wonach sieht mir das denn aus? Okay, wir haben unsere KP, unsere MP. Schöne Kampfmusik übrigens. Aha. Okay, unten ist ein Active Time Battle. Ja. Active Time Battle Menü, auch bekannt aus Final Fantasy Teilen. Aus Final Fantasy 9, 8 und 7, glaube ich, war es. Bei 6 bin ich. Doch, bei 6 muss es auch gewesen sein. Ab 10 war es nicht mehr direkt das Active Time Battle. Aber nicht schlimm. Oh, er greift schon an. Okay. Es wird also nicht gewartet. Bestien, ja. Dann hauen wir den Dämonenhund kaputt. Ja. Sehr schön auf jeden Fall. Technik, nochmal. Ich gehe davon aus, dass Sui das so programmiert hat, dass mir hier am Anfang nichts passieren kann, dass 3 bis 4 Mal Bestienkiller reichen sollte, um die Bestie hier zu killen. Weil eigentlich. Nein, ich glaube nicht, dass man das. Ja, seht ihr? Hab ich doch gesagt. Oder leckt das Spiel einfach nur? Hallo? Ah, ich hoffe, das ist nicht jedes Mal, weil das wäre doof. Keine Erfahrung, keine 10. 10 ist wahrscheinlich die Währung hier. Okay? Ja, eigentlich habe ich getötet, aber lauf ruhig weg. Der war so zu fliehen. Ich darf ihn jetzt nicht entkommen lassen. Okay, er ist nach unten gelaufen. Stopp. Item. Item, Gegenstände. Nein, habe ich nicht. Der ist nach unten gelaufen, aber ich glaube, ich kriege ihn nicht nochmal kaputt. Vielleicht sollte ich erst zurück. Ist jetzt hier auf? Ich bin mir sicher. Ja, ich bin mir auch sicher, dass er hier lang. Nanu? Die Tür zur Kathedrale ist ja offen. Ja. Okay, dann.
Die Musik kommt mir bekannt vor, ich kann es aber gerade nicht einordnen, aber da komme ich bestimmt drauf. Ihr wisst das jetzt schon, ich weiß es nicht, aber ich komme drauf. Versprochen. Ah, die Musik wird lauter, schön. Ich höre was. Da spielt jemand an der Orgel. Es ist das Phantom der Oper. Oh, was ist denn das für eine Musik? Moment, ich komme drauf. Nein, ich komme doch nicht drauf. Okay. Ja, ich weiß, ich gehe hier Umwege und so, aber deswegen bin ich nicht hier. Ja, du. Ich weiß. Aber es hätte ja sein können, dass da irgendwas. Ach, ich gucke mir die jetzt erstmal alle an. Nee. Irgendwas habe ich dann nachher übersehen sonst. Und dann heißt es, ja, hier gab's voll die Imba-Waffe, damit hättest du den nächsten Endgegner total schnell gekillt und dann habe ich sie vergessen und dann lacht ihr mich aus und nein, das möchte ich nicht. Das ist gar nicht so cool. Ach, ich hätte mir den Weg sparen können. Aber nicht schlimm. So, Fenster, Fenster, Fenster. Alles nix, oder? Was? Okay, jetzt müsste die Musik wieder lauter werden. Ja! Schönes Mapping. Gefällt mir bisher auch. Mal gerade an der Wand gucken. Okay, geht nicht. Schön. Ich wollte gerade sagen, mir sagt das Gefühl, dass wenn ich auf dieser Plattform stehe, irgendwas getriggert wird, aber ist automatisch drauf. Du bist gekommen. Wer da, was bist du? Mein Name ist Diaboros. Und du bist Erika, habe ich recht? Im Übrigen eine rein rhetorische Frage. Ich weiß, dass du es bist. Endlich lernen wir uns kennen. Bist du für diese Kreatur verantwortlich? Antworte! Nimm es ihm nicht übel. Er wollte doch nur. Nimm es ihm nicht übel. Er wollte doch nur ein wenig spielen. Na, warte. Was? Du bist gut im Umgang mit dem Bogen. Aber du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass du mir mit irgend. Dass du mir damit irgendetwas anhaben kannst. Jo. Auch wenn die Gefahr, die von dir ausgeht, gering ist, so werde ich nicht so dumm sein und ein unnötiges Risiko aufkommen lassen. Deswegen werde ich dich lieber jetzt gleich töten. Was? Wovon sprichst du überhaupt? Ich muss jeden einzelnen von eurer Sorte auslöschen. Jeder, der elementare Mächte in sich trägt, muss sterben. Elementare Mächte? Tu mir einfach diesen Gefallen und stirb. Hier. Warte, du kannst nicht. Du lässt nicht mit dir reden. Da muss es sein. Glaubt nicht, dass ich mich einfach geschlagen gebe. Ja, ich nehme an, dass ich den Kampf innerhalb von wenigen Sekunden verloren haben werde, oder? Ja, das würde ihm wahrscheinlich minimal nur was abziehen. Ja. Ich. Naja. War vermutet. Nein. Wie ich bereits sagte, du wärst absolut keine Gefahr gewesen. Es war schön, dich kennengelernt zu haben, Erika. Aber nun wirst du deine Augen nie wieder öffnen können. Oder nie wieder öffnen. So, Punkt. Damit wäre es geschafft. Jeder einzelne von ihnen ist auf den Weg geräumt. Nun dauert es nicht mehr lange und der nächste Schattenzug der Dämonen kann beginnen. Bald. Er hat uns echt getötet, oder? Bald wird eine neue Welt aufstehen. Auferstehen. Krass. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass wir wirklich sterben? Nein, das, wir sind nicht wieder beim Startscreen, oder? Nein. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Das fände ich irgendwie krass. Ah, das war. Ah, okay, verstehe. Ich glaube, es war ein Albtraum, richtig? Nein. Ah, nicht schlecht, Herr Kollege Suishomaru. Fein. Es ist jede Nacht das Gleiche. Dabei habe ich jetzt vor dem Schlafengehen doch extra eine Tasse von diesem Beruhigungstee getrunken, den mir Wesker empfohl. Ich weiß wirklich nicht, wie das weitergehen soll. Nicht schlecht, Sui. Echt, das hat mir sehr gut gefallen. Bis hierhin soll es auch erstmal gut sein, Leute. Ich sage erstmal an dieser Stelle danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt an dem Projekt Spaß. Wenn ihr es noch nicht kennt, guckt es euch an. Ich denke, es wird euch genauso gut gefallen wie mir. Weil ich habe es am Anfang der Folge schon gesagt, wenn Sui was in die Hand nimmt, dann richtig. Und ich bin mir eigentlich sicher, und dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass das Projekt voll ist mit purer Imbaness und Epicness und so weiter und so fort. Ich sage an der Stelle danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge von Elements Destiny Origins. Tschüssi!